Guten Morgen. Guten Morgen. Gehen wir ins Gym oder was? Gehen wir ins Gym. Freu dich. Zum ersten Mal kleines Training jetzt hier seit wie vielen Wochen? Zum ersten Mal trainieren wir richtig, nach 2 Wochen genau. Ja. Läuft bei uns. Das Tor ist einfach nur dumm. Weil der gleiche Knopf macht auf und der gleiche Knopf macht zu. Das gleiche oder dasselbe? Warum sind hier 4 Knöpfe? Wenn ein Knopf dafür zuständig ist, es zuzumachen und aufzumachen. Erklärt mir das. Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Wird auch mal Zeit, dass wir uns ein bisschen sportlich betätigen. Wenn wir schon eh keine Frauen haben, dann müssen wir wenigstens uns anderweitig sportlich betätigen. Genau. Aber nicht zu viel, nicht dass wir ins Schwitzen kommen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und wie ihr gerade gehört habt, wir gehen heute tatsächlich ins Gym. Zum ersten Mal nach 2 Wochen hier. Das liegt ein bisschen daran, dass wir jetzt auch die letzte Woche eigentlich mal krank waren. Und ja, in der ersten Woche. Warum waren wir da nicht im Gym? Weil wir keinen Bock hatten. Aber wir haben ein paar Liegestütze gemacht auf der Dachterrasse. Aber heute geht es wirklich ins Gym. Und genau, ich filme ein bisschen was mit. Dann seht ihr mal, wie unser Fitness-Lifestyle hier so aussieht. Wir leben voll den Fitness-Lifestyle. Ich finde es geil. Gibt's dann Prime Burger? Ja. Und danach gehen wir Burger essen. So Leute, wir machen jetzt noch Halt bei einer Apotheke. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Testosteron. Ist hier in Thailand ja alles legal. Ja genau, dann baut sich ein bisschen besser Muskeln auf. Dann reicht ein Training die Woche. Die Leute glauben das wirklich noch. Ist doch Quatsch. Wir sind Netties. Netty for life. Aber ohne Witz, bei dir könnte man schon denken, dass du auf Testo bist. Bei mir könnte man es schon denken. Glaubt ihr wirklich, das ist natural noch möglich? Glaubt ihr, das ist natural möglich? Also ich glaub's nicht. Ja, das sagen auch ganz viele Leute zu mir, die kommen immer und sagen, hey, du stoffst doch. Aber ganz ehrlich, für mich ist es das größte Kompliment, das ich bekommen kann. Wenn Leute denken, dass ich auf Stoff bin. Aber ich bin's halt wirklich nicht, Leute. Es ist alles natural. Alles harte Arbeit. Mindestens einmal im Monat gehe ich ins Gym dafür. Wir sind angekommen, das Gym ist sehr klein, aber sehr fein und jetzt trainieren wir hier an der Multipresse ein bisschen Bankdrücken. So, hier ist der Simon, der trainiert. Hier geht's rein und schaut euch das an. Klein, aber fein. So Freunde, der Workout ist beendet, Kreislauf ist komplett im Arsch, ich brauche jetzt erstmal Zucker, irgendwie eine Cola oder so und dann essen wir was. Alter, ich muss den Leon seine Kamera nehmen, weil er es nicht mehr schafft, sein Bizeps brennt so arg. Das brennt so. Wow. Und nur eine kurze Pause. Aber Training war gut. Training war gut. Training war sehr gut. So Freunde, der Workout ist beendet. Workout ist beendet und jetzt geht's ab in den Pool. Geil, Mann. Jetzt bist du ja. Natürlich gibt es nach dem Training Reis mit Penang, was auch sonst. Besser geht's, glaube ich, nicht nach dem Training. Ja, das sieht ein bisschen scharf aus, aber wir schauen einfach mal. Scharf ist ja gut, ne? Bisschen Schmerz. So, Leute, der Test. Mm.
Oh ja, das ist gut scharf. Aber genau so muss es sein. Wie gesagt, durch Schärfe steigt der Testosteronspiegel. Nach dem Training perfekt. Mhm. Boah, ist es scharf, haben wir Milch da? Was, vielleicht eine Wärmflasche oder? Na, nee. Was kühlt bitte? Milch. Mhm. Boah, wie kann man so scharf essen? Das geht eigentlich. Ich meine nur fürs Video. Das ist gar nicht scharf, Leute. Ich bin auch ein richtiger Mann, ich kann Schärfe ab. Drittbeste Schärfewettesser in Deutschland bin ich. Wusstet ihr das? Ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht in Deutschland. Platz 3 in ganz Deutschland. Du hast nur verloren, weil du kotzen musstest und deswegen eine Schärfe, oder? Ich habe 35 Chilis gegessen und dann bin ich rausgeflogen, weil ich mich übergeben musste. Und warum musste ich mich übergeben? Weil 35 Chilis meinen Magen komplett voll gemacht haben. Und wenn mein Magen voll ist, muss ich immer kotzen. Die Jungs können das beweisen, immer wenn wir essen gehen und ich esse zu viel, dann muss ich danach kotzen. Wenn es wirklich nur um Schärfe gehen würde, ich glaube, dann wäre ich der Beste in Deutschland. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Keiner kann mehr Schärfe ab als ich. Am Ende geht es nur um die Einstellung und ich habe die Einstellung, dass ich der beste Schafesser bin in Deutschland. Kann mir keiner das Wasser reichen. Kannst du mir mal das Wasser reichen? Klar kann ich dir das Wasser reichen. Danke. So Freunde, ich habe gegessen, wir waren heute trainieren, Bitcoin ist um 10% oben, ich bin wieder gesund, ich glaube besser kann das Leben gar nicht sein, also gerade ist richtig cool und jetzt wird natürlich erstmal eine Runde gearbeitet. So Freunde, natürlich gibt es zum Abendbrot einen Burger. Wir schauen mal, ob der schmeckt. Ganz neuer Burger. Hä? Da ist ja gar nichts drauf. So, man sieht mein Gesicht. Da ist ja nichts drauf, da ist nur Buletten drauf. Was haben wir da bestellt? Da muss ich einen anderen essen. Cool, du musst einen anderen essen. Schmeckt. Ist aber wegen trocken. Weiß ich jetzt nicht. Also, irgendwie ist es nur Brötchen. Beim besten Burger Puckets kann man nicht mehr bestellen bei Prime Burger. Deswegen müssen wir jetzt irgendeinen Mist ausprobieren. So, jetzt noch den anderen Burger, da ist wenigstens, ach nee, da ist auch nur Fleisch drauf, aber immerhin 3 Buletten Fleisch. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht. Wir wissen halt, dass von Salat der Bizeps schrumpft, deswegen haben sie keinen Salat drauf. Nur Fleisch. Mhm. Aber es ist ein bisschen besser, da ist nicht so viel Brot, sondern mehr Fleisch, das passt. So Freunde, es ist jetzt 1 Uhr nachts, heute war mal ein richtiger Arbeitstag. Das heißt, ich habe heute echt viel geschafft und jetzt bin ich echt todmüde und jetzt gehe ich ins Bett. Und ich freue mich auf morgen. Der Simon ist anscheinend ein bisschen krank, deswegen schauen wir mal, wenn es ihm morgen gut geht, dann werden wir auf jeden Fall was erleben. Wenn nicht, dann werden wir uns auch irgendwas ausdenken. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.